Unterbewusstsein als esoterische Erklärung für alles. Guten Morgen! Das Unterbewusstsein, das Mysterium der Psychologie und die Grundlage dafür, dass wir handeln, wie wir handeln. Denn wir handeln individuell verschieden, im Schnitt zu 90% des Tages aber unbewusst oder konkreter ausgedrückt unterbewusst. Wir tun also Dinge, denen wir uns in dem Moment gar nicht gewahr sind. Wir treffen Entscheidungen, ohne diese bewusst zu entscheiden. Wir müssen darüber nicht nachdenken, weil wir bereits zu einem anderen Zeitpunkt eine Lösung für dieses Problem gefunden haben. Ich weiß zum Beispiel genau, wie ich eine Tasse anhebe, ohne groß darum probieren zu müssen. Dieses Wissen, einmal erarbeitet, geht in unser Unterbewusstsein. Und vieles davon in unserem Unterbewusstsein, was da vorhanden ist, war einmal in unserer Bewusstheit. Aber nicht alles. Unser Körper hat verschiedene Möglichkeiten, Erfahrungen zu speichern und zu verarbeiten. Eine davon ist, bewusst über etwas nachzudenken und dann diese Erfahrung in unser Unterbewusstsein zu integrieren. Eine andere ist, dass unsere Sinnesorgane Dinge mitbekommen und diese ebenfalls schon unterbewusst, also nicht für uns wahrgenommen und die werden dann auch nicht analysiert, sie werden aber gespeichert. Zum Beispiel entwickeln wir alle ein Gefühl dafür, wenn Personen, die wir lieben, einen bestimmten Gesichtsausdruck an den Tag legen. Wir haben aber niemals uns eine Tabelle angelegt und uns bewusst gemacht, was diese oder jene Falte zu bedeuten hat, sondern wir haben diese Mimik unterbewusst aufgenommen, verbunden mit dem, was dann gefolgt ist, an einem Gespräch oder an einer Handlung. Und unser Unterbewusstsein hat diese Dinge eben nicht nur aufgenommen, sondern diese Informationen verknüpft. Die Grundlage, wie dieser Verknüpfungen zustande kommen und das ist essentiell für das Verständnis des Unterbewusstseins, das sind dieselben wie auch in unserer Bewusstheit. Das sind exakt dieselben. Das bedeutet, wir können jede unterbewusste Handlung, jede unterbewusste Entscheidung aufdröseln mit unserer Bewusstheit. Vorausgesetzt, wir sind uns aller Informationen bewusst, die der entsprechenden Entscheidung zugrunde liegt. Aber die Mechanik ist dasselbe. Und das sind Millionen Informationen, die wir dann sozusagen brauchen und die miteinander in Verbindung stehen. Alle unterbewussten Handlungen beruhen lediglich auf Informationen oder korrekter ausgedrückt auf verarbeiteten Reizen. Da ist nichts Mysterisches oder Mysteriöses, ne, oder Esoterisches. Aber es gibt einen großen Unterschied. Unser bewusstes Denken, was die Bewusstheit darstellt, ist im Vergleich zum Unterbewusstsein viel langsamer und schwerfälliger und selektiver. Wir müssen jeden Zusammenhang mühsam herleiten und verifizieren. Und um einmal die Dimension klar zu machen, von was wir hier reden, das Unterbewusstsein fügt die Dinge innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde zusammen, wo man jahrelang darüber nachdenken müsste, um alle Einflussfaktoren und möglichen Szenarien abzuwägen und die beste Entscheidung zu treffen. Viele von euch kennen das Gefühl, dass man einer Entscheidung gegenübersteht und sofort weiß, was richtig ist. Das wird dann Intuition genannt. Und dann denken die meisten, ja, das ist irgendwas Energetisches, Spirituelles oder sonst was. Das ist nichts anderes, als dass das Unterbewusstsein alle Informationen, die wir gesammelt haben, alle Eindrücke, die wir in unserem Leben erfahren haben, total schnell verarbeitet. Genau wie das unser Gehirn machen würde. Genau auf derselben, mit derselben Logik verbunden. Aber eben passiert es unterbewusst. Und dieses Bewusstsein, das Denken, das verlangsamt das eben im Endeffekt. Aber die Intuition ist nichts anderes als was rauskommt, wenn man ganz ganz lange mit allen Einflussfaktoren darüber nachdenken würde. Aber es geht halt einfach viel schneller. Das ist so wichtig, dass ihr euch das merkt. Und das Problem an der Intuition ist, die wenigsten hören darauf. Sie fangen dann eben an darüber nachzudenken. Und während das Unterbewusstsein, in diesem Fall jetzt Intuition genannt, bereits alle verfügbaren und notwendigen Informationen inkludiert hat und die bestmöglichste Entscheidung schon getroffen hat und euch per Gefühl vermittelt hat, versuchen wir, arrogant wie wir sind, eine noch bessere Entscheidung mit der viel leistungsärmeren Maschinerie des Denkens da zu treffen. Lieber noch einmal eine Nacht drüber schlafen, wer kennt das nicht? Das ist der größte Unsinn, wenn es um Entscheidungen geht, die bereits eine intuitive Rückmeldung
ja, forciert haben, wo ihr bereits ein intuitives Gefühl habt, schlaft dann nicht eine Nacht drüber. Denn was passiert da? Man holt sich dann ein paar Informationen an die Oberfläche, selektiv unser Gehirn, wir müssen es benennen, dieses und dieses und dieses und bewerten diese. Alleine welche Informationen genutzt werden und welche nicht, das ist von den emotionalen Stimmungen abhängig, von dem aktuellen Umfeld und auch der Geisteshaltung und nicht zuletzt auch von den Konditionierungen. Beispiel gefällig, ihr seht ein dickes Kind an der Klippe abrutschen und ihr könnt es gerade noch so mit dem Arm fassen, bevor es ja quasi dem sicheren Tod entgegenfliegt. Nun hängt das Kind an euren Arm und ihr merkt intuitiv, ja, dass das Kind aufgrund seiner ungesunden Ernährungsgewohnheiten ja, nicht nach oben kommt, ne, sondern ihr rutscht zeitgleich immer mehr runter. Euer Unterbewusstsein bzw. eure Intuition wird euch relativ schnell und klar zeigen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, loszulassen. Es berechnet die Reibung und andere Kräfte, die in der Situation eine Rolle spielen, indem wirklich im Bruchteil einer Sekunde, ihr wisst ganz genau, wann ihr loslassen müsst, dass ihr nicht runterfallt. Wenn ihr danach handelt, werdet ihr überleben und die meisten werden im richtigen Moment loslassen. Wenn man aber das manuell berechnen wollen würde oder eine Nacht drüber schlafen würde, wie viele Sekunden man den Jungen noch halten kann, dann wäre nicht nur wegen dem stressigen Umfeld, der emotional aufgeheizten Atmosphäre und eventuell den moralischen Bedenken ja, ein korrektes Erfassen des richtigen Zeitpunkts überhaupt nicht möglich. In der Situation erscheint es relativ einfach intuitiv zu handeln, weil unser Selbsterhaltungstrieb auch quasi so eine unterbewusste Handlung ist und da übernimmt das Ruder, das Unterbewusstsein übernimmt das Ruder und man lässt dann eben los. Ne? Aber in vielen anderen Situationen ist dies nicht so. Man hat das Gefühl, dass eine berufliche Situation einen unglücklich macht und dass es Zeit wäre loszulassen. Das ist das intuitive Gefühl, das ist die Intuition, das Unterbewusstsein. Aber dann schläft man noch eine Nacht drüber und dann kommt das konditionierte Denken und man fragt sich Dinge. Man pickt sich selektiv raus, Dinge raus, da kommen solche Gedanken wie, warum habe ich denn überhaupt studiert und da ruiniere ich doch jetzt meine Karriere, wie ist das überhaupt mit meiner Frau, was denkt die denn von mir und wie soll ich den Kindern erklären, dass der Papa nicht mehr der erfolgreiche Businessman ist, mit dem sie dann im Kindergarten oder der Schule angeben können und ja, dass Papa nun Arbeitslosengeld bezieht. All dieser Schwachsinn, der uns allen eingeimpft wurde, das kommt dann sozusagen in unseren Gedanken. Gedanken, ja, die einfach nur die totale Gleichschaltung des Denkens forcieren. Ein Leben, was nichts mehr mit Leben zu tun hat, sondern Abarbeitung der verschiedenen Module, Haus, Garten, Freizeit, Partnerschaft, Beruf und so weiter. Das tritt dann in den Vordergrund. Und was passiert? Wir stehen auf und gehen dann morgens wieder zur Arbeit, weil wir darüber nachgedacht haben. Was wir gemacht haben, ist uns selektiv Informationen aus dem Gesamtpool herauszuziehen, die uns gut fühlen lassen. Und gut fühlen in dem Kontext ist das Verweilen in denselben neuronalen Netzen, die eben bei erneuter Befeuerung Glückshormone ausschütten. Ein Pessimist, der das Ende der Welt vom Morgen vorausgesagt und hat und dieses dann auch eintritt, der wird beim Erkennen, dass gerade die Welt untergeht, tatsächlich ein Glücksgefühl haben, weil das entsprechende neuronale Netz befeuert wird. Das ist natürlich kompletter Unsinn und entbehrt jeglicher Logik, aber schaut Euch auf dieser Welt um, wie wir persönlich, wir Menschen andere Menschen behandeln, wie wir Tiere behandeln, wie wir unser Ich immer höher pushen und besser werden wollen als die anderen und erfolgreicher und beliebter. Das macht alles keinen Sinn. Warum soll man denn beliebter sein als ein anderer? Was bringt das denn? Aber so funktioniert unser Denken und wer darauf sein Leben aufbaut, da hat er einen wirklich sehr kleinen Aktionsradius und derjenige wird auch immer unter dem Unterbewusstsein leiden, weil dieses natürlich den ganzen Unsinn, der da so abgeht in unserem Denken quittiert. Wer wieder besseren Wissens handelt, der wird diese Unstimmigkeit, dieses irgendwas fühlt sich doch falsch an, immer wieder spüren. Er kann es verdrängen und weiter zum Beispiel Fleisch essen und sich einreden, wie wichtig das ist und krampfhaft versucht alte Lehrmeinungen in sein Denken zu integrieren, wie diese selektiven Informationen, ne, die dann mittels seines Denkens und ein paar Nächte drüber schlafen dazu führen, dass er weiter Fleisch mit gutem Gewissen isst. Ich selber habe immer wieder in meinen Videos bei der Umstellung auf vegane Ernährung von einem befreiten Gefühl gesprochen. Ich wusste nicht, was das war, das habe ich auch so artikuliert. Aber nun weiß ich, dass eben der Fakt ist, dass ich
ja, unterbewusstes Wissen, was ich in mir getragen habe, nun endlich umgesetzt habe. Das Unterbewusstsein ist die Wahrheit und die solltet ihr zulassen. Egal wie abstrus sie euch in dem Moment erscheint und umso häufiger ihr das Unterbewusstsein agieren lasst, desto mehr entwickelt ihr auch ein Gefühl dafür. Das heißt aber nicht, dass jede impulsive Entscheidung eine unterbewusste oder eine intuitive ist. Auch spontane Entscheidungen können ihre Basis in einer Konditionierung haben. Spontane Einkäufe sind ein gutes Beispiel dafür. So, also zusammenfassend möchte ich euch heute mitgeben, dass euer Unterbewusstsein, die Intuition, nichts Magisches ist, sondern denselben Gesetzen folgt wie dem Denken, nur schneller, kompletter und komplexer agiert. Und dass ihr Mut habt, eurer Intuition, eurem Unterbewusstsein zu vertrauen. Eine richtig gute Reportage zum Thema Intuition und sicher für viele ein Aha-Erlebnis, das habe ich euch unten verlinkt. Experimentiert ruhig ein wenig mit eurem Unterbewusstsein rum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.